Hey Leute, Paddel am Start. Was geht? Wollte ich eigentlich nachgucken, Versicherung was nachfragen mit Selbstbeteiligung. Denn ich habe so einen scheiß Riss in der Windschutzscheibe jetzt. Und ja, ich dachte eigentlich, ich hake sie nach, eben zack, zack, schnell fertig, funktioniert nicht. Egal, machen wir noch ein paar andere Sachen jetzt erstmal fertig. Das heißt, es erstmal wird noch mal geguckt wegen vernünftigen Tripod hier und überhaupt erstmal ein Tripod wieder habe hierfür und dann wollen wir auch mal weiter schauen. Dann geht es noch in die Stadt, so ein paar Dinge holen. Also sehen wir gleich, ich muss ja jetzt erstmal fahren. So, mein Tripod geholt. Hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt mit dem Scheißteil. Nicht so, wie ich das gerne haben wollte. Naja, egal. Jetzt geht's noch ab in der Stadt. Muss so ein paar Supplements holen. Wollte ich eben gucken. Und ja, können wir ja gerne erstmal hinfahren, wa? So Leute, wieder zurück zu Hause. Einkauf erledigt. Das erste, was ihr schon seht, ich habe mir mal ein neues T-Shirt gegönnt fürs Training. Viele habe ich mittlerweile mal aussortiert für und nutze sie jetzt in erster Linie für die Arbeit. Für die Arbeit. Und ja, dann sind da Löcher drin und hast nicht gesehen. Kann man zwar machen, scheiß drauf, ich will ja trainieren, nicht gut aussehen. Aber ich dachte so, es darf auch mal wieder was Neues her. So ein paar Supplements aufgefüllt sozusagen, ein bisschen was Neues dazu. Wobei eigentlich nur eins aufgefüllt. Der Rest ist relativ neu. Es ist kein Protein dabei, Protein habe ich noch genug, genauso wie Gainer ist auch noch genug da. So, wo fangen wir an? Mit dem, was wir mal aufgefüllt haben. Aufgefüllt habe ich jetzt meine Omega-3-Kapseln, habe ich mir schon mal was Neues geholt. Weil die andere fast leer ist, die Dose. Da ist nicht viel Nüsse, nicht viel Fisch, kriege ich meine Fettsäuren nicht rein. Also, so. Dann das gleiche spricht dann halt vom ESN auch. Habe ich mir das Zink geholt, Zinkkapseln. Aber Zink kriege ich auch nicht rein, gut für Haut und Immunsystem. Also ich verzehre eine Kapsel täglich. Ja, gut. Leider nicht genommen, gibt es jetzt einmal vor dem Training. Dann. Ja, nehmen wir mal erstmal das von MuscleTech. Das Platinum Kreatin, 100% Kreatin, Ultra Pur Micro Nice Kreatin Pulver für 80 Portionen. Schon lange keine Kreatinkur gemacht. Noch nie das Bedürfnis dazu gehabt. Jetzt will ich da einfach mal hier eine vernünftige Kreatinkur machen. Weiß noch nicht. Denk mal einfach, bis die Dose leer ist. Und zum Schluss habe ich mich mal für die Firma Mutant mal wieder entschieden. Also ist nicht das erste Produkt, was ich von Mutant mal geholt habe. Ich habe einmal einen Messgainer geholt. Den konntest du nicht aufkriegen, das ist so viel. Und boah, dann wurde er mal schlecht. Ist ungefähr von sonst ganz geil, aber dann habe ich auch mal geguckt, da ist sehr viel Zucker drin. Also gefiel mir das auch nicht. Habe ich leider erst einer. Aber sonst, ich hatte mal das Kreakon, das Kreatin war auch nicht so schön, weil sich das so beschissen aufgelöst hat. Ich hätte mir das genauso gut so im Löffel reinziehen können, aber weiß nicht. Jetzt habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob hier irgendwas mit Geschmacksrichtung oder ob das neutral ist, aber hier steht nichts an Geschmacksrichtung drauf. Also kann ich erstmal von
ausgehen, dass das geschmacksneutral ist. Und hier habe ich vom Mutant halt Aminokapseln, einfach um mir das zu erleichtern, mich mit einfach um mich jederzeit mit entsprechenden Aminosäuren versorgen zu können, weil nur das Protein und alles hast du nicht gesehen. Kapseln kann man schnell nehmen. E-Aminosäuren finde ich eigentlich ganz gut, ganz praktisch. Ich habe einen Shaker, also hier, ich weiß nicht mehr, wie man diese, welche Marke, bla bla bla, mit extra Topf, wo ich Kapseln dann einlagern kann. Das trifft sich ganz gut jetzt mit den Zink, Omega 3 und den Aminokapseln. Ich habe BCA-Kapseln, habe ich auch noch, die kann ich auch noch mit. Ne? Dass ich dann auch, wenn ich mal unterwegs bin, immer mich gut versorgen kann. Naja, dann wollen wir mal gucken. Das Kreatin nehme ich mir gleich mal ein mit meinen. Scheiße, da kann ich nicht vorbei. Muss ich gleich mal bei meinem Bruder vielleicht ein bisschen schnorren gehen, gucken, ob der noch BCAs oder sowas da hat. Entsprechend mischen fürs Force Training oder ob ich mir. Ne, das mische ich mit einem Booster. Ich klaue mir von ihm noch einen Booster. Nur vorher, ich habe ja Wasser hier. Omega 3 hatte ich heute schon. Knallen wir uns noch Zink und die Aminokapseln vom Training rein. Und dann sollen wir uns mal fertig machen, ab zum Training.